Ich bin ein großer Anhänger von Financial Fairplay, weil es ist meiner Ansicht nach eben nicht fair, wie bestimmte Vereine mit Hilfe von Scheichs, mit Hilfe von Milliardären aus Übersee, wie die handeln können, aber könnte problematisch werden für den Fußball, denke ich. Inwiefern problematisch, dass Ja, er weil halt, es 68 ist doch Millionen zum ein, Beispiel. ich halte es für ein Unding, was beispielsweise in England für Preise bezahlt werden für die Übertragung von Fußballspielen. In England kriegt der Tabellenletzte mehr wie Bayern München bei uns. Das ist schon verrückt. Aber was passiert denn? Klar, die Spieler beraten, die Spieler wollen ihren Anteil davon abhaben, verstehe ich ja irgendwo. Aber die Vereine kommen immer mehr unter Druck dadurch. Also es ist eine ungesunde Entwicklung. Wir können sie nicht aufhalten, aber wir können nur die Regeln einhalten und das haben wir getan. Ist das so eine Art Blase auch, die sich da entwickelt Halte ich vielleicht? genau, das ist der richtige Ausdruck meiner Ansicht nach, dass das eine Blase ist.